Grüß euch wieder auf meinem YouTube-Kanal, der Herbert kocht. Heute möchte ich eine Mohn-Birnentorte zubereiten. Dafür brauche ich einmal Eier, die ich jetzt abgehre. Das heißt, Eidotter vom Eiweiß zu trennen. Staubzucker gebe ich nun dazu. Staubzucker habe ich vorher gesiebt. Und die weiche Butter. Diese Zutaten miteinander gut schaumig rühren. So, ist schon gut schaumig. Übrige Zutaten wie Mohn abgeriebene Zitronenschale, Rum und einmal Vanillezucker. Das Ganze schlagen wir wieder mal durch oder rühren es gut durch, geben nach und nach die Milch hinein. Inzwischen können wir auch Eiweiß mit Zucker vermischen. Etwas Salz dazu, nicht zu viel. Und das Ganze gut aufschlagen. So, das ist nun kompakt genug. Nun gebe ich in die Mohnmasse einmal das gesiebte Mehl hinein und die Stärke. Nun fällt nur mehr Eischnee. Rühren wir auch vorsichtig ein. Auch an der Zeit, den Backofen einzuschalten und die Backform einstreichen. Ich nehme dafür Butter, damit nichts geben bleibt. Staub diese noch etwas mit Mehl. Und gebe nun die Masse in diese Backform hinein. Verstreich diese gut und diese kommt nun bei 180 Grad heißer Umluft in den Backofen. Zum weiteren Vorgehen brauche ich einmal Birnen, die ich jetzt schälen werde und vom Gehäuse befreie. Die Birnen werden nun etwas zerkleinert und in einen Topf gegeben. Mit hinein gebe ich nun eine Zimtstange oder zwei. Ich verwende da absichtlich Stangen und nicht gemahlenes Zimt, damit die Farbe auch besser ausschaut. Zucker natürlich auch nach Geschmack. Für die Farbe ist unumgänglich Zitronen ausgepresst. Etwas Wasser. Und das Ganze werden wir jetzt einmal gut dünsten, weich dünsten. Natürlich dazwischen gut umrühren. Nebstbei kann ich schon einmal die Gelatinblätter in kaltem Wasser einweichen. So, jetzt geben wir mal die Zimtrinde heraus, damit es nicht zu kräftig wird. Weich sind sie
schon fast. Ratsam ist es natürlich, gleich weiche Birnen zu verwenden. Umso schneller wird es auch gehen. Nun, weich sind sie schon bereits. Ich schalte mal zurück und sei die überschüssige Flüssigkeit einmal ab. Die brauchen wir ja nicht. Gehe nun daran, die Birnen zu pürieren. So, die stellen wir nun ein bisschen zur Seite, damit es abkühlen kann oder überkühlen kann, sagen wir so besser. So, nach etwa 40 Minuten scheint unsere Torte auch gut zu sein. Ich habe da schon mal die Probe gemacht. Es bleibt nichts mehr kleben. Wir können diese Torte also schon herausnehmen und überkühlen. Das ist jetzt ganz wichtig. Das Püree, das Birnenmus, ist jetzt schon überkühlt, also ist nicht ganz heiß. Und das nutze ich, die Gelatinblätter aufzulösen. Ausdrücken und in die warme Flüssigkeit hineingeben. Gut durchrühren, damit sich auch die Blätter auflösen können. Noch den Geschmack zu heben, gebe ich etwas Marmelade. Ihr könnt da nehmen, was ihr wollt. Ich verwende heute jetzt da mal Marillenmarmelade. Auch gut wäre Ribiselmarmelade. Aber das muss passiert sein. Streichen wir mal ein. Nicht ausschauen tut auch, wenn man Birnenstückel noch mit hineinarbeitet. Ihr könnt die selber dünsten oder ganz einfach, wie ich diesmal aus der Dose genommen habe. Und zu guter Letzt unser püriertes Fruchtmus. Die Torte nun gut kühlen und am besten über Nacht und dann können wir schon aufschneiden. Nun, das war's auch schon. Ich wünsche euch beim Nachmachen gutes Gelingen. Euch hat diese Darbietung gefallen. Daher freue ich mich immer wieder auf ein Abo oder einen Daumen hoch. Ich bedanke mich noch fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns auch bei den nächsten Videos wieder.